Willkommen zum dritten Teil des großen Excel 2013 Grundkurses. Mein Name ist Andreas Theos und hier geht's um die Eingabe und Korrektur von Werten, ums Autoausfüllen und auch ein wenig um Formatierungen. Ich befinde mich in Tabellenblatt 1 in der Zelle A1. Ich kann es hier oben im Namenfeld ablesen. Spalten habe ich eine ganze Menge, und zwar 16.384 und über 1 Million Zeilen. Und jeder Kreuzungspunkt zwischen Spalte und Zeile hier wird Zelle genannt. Und eine meiner Zellen, auch wenn ich einen größeren Bereich mit der Maus markiere, ist die aktive Zelle. Und dort findet meine Eingabe statt. Welche das ist, sehe ich im Namenfeld. Nun kann ich die Eingabe hier tätigen oder in der Bearbeitungsleiste. So, ich bleibe in der Zelle, tippe mal Text, drücke die Return, die Eingabetaste, die Enter-Taste. Return, Carriage, Return von der Schreibmaschine, ne, der Schlittenrücklauf, Bestätigung und eine Zeile tiefer. Enter geht also eine Zeile nach unten. Wenn ich stattdessen, hier steht nochmal Text, noch einmal Text, und ich kann hier eine Menge Text reinschreiben, nämlich bis zu 32.767 Zeichen. Wenn ich ein bisschen mehr Text reinschreibe, überschreitet der Text vielleicht die Breite der Spalte. Das macht aber nichts. Und ich drücke mal jetzt nicht Enter, sondern Großschreibtaste Enter. Und damit springe ich nicht nach unten, sondern kann eine Zeile höher meine Eingabe fortsetzen. Eine Zeile höher bedeutet aber, ja, hier steht schon jetzt was. Und wenn ich jetzt tippe, noch mehr, überschreibe ich einfach den Text, die Formel, den Wert, der sich bereits in einer Zelle befindet. Und jetzt komme ich aus dieser Nummer auch wieder raus, wenn ich feststelle, oh, da schreibe ich gerade an einer Stelle, wo schon was steht, indem ich entweder die Taste Escape drücke, Escape gedrückt, oder, ich schreibe mal noch mehr, oder ich drücke hier oben neben der Bearbeitungsleiste auf Abbrechen. Das ist im Übrigen auch eine Möglichkeit, ich habe die Zelle A4 getippt, seine Eingabe zu bestätigen. Hier steht viel Text und ich möchte in dieser Zelle bleiben. Ich möchte nicht mit Enter ein tiefer, sondern ich möchte in der Zelle bleiben. Da kann ich entweder auf Eingeben klicken, der Haken ist jetzt grün geworden und ich bleibe in der Zelle stehen. Ich sehe auch den Text, der hier drin steht. Oder Alternative mit Steuerung und Enter. Oder ich drücke Steuerung Enter und damit bleibe ich auch in der Zelle. Steuerung Enter ist schnell gedrückt. Da muss ich mit der Maus nicht auf diesen Pfeil. Also häufig möchte ich halt einen Text formatieren. Text steht ja normalerweise, wenn man Text eingibt, links und Zahlen stehen automatisch formatiert rechts in einer Zelle. Und nun möchte ich den Text vielleicht auch rechts stellen, schreibe also hier meinen Text, drücke Enter, ja, und bin ein tiefer. Jetzt drücke ich aber Steuerung Enter, bleibe in der Zelle und kann direkt umformatieren, zum Beispiel den Text mit rechtsbündig ausrichten, hier in der Gruppe Ausrichtung, kann ich den dann nach rechts stellen. Habe also einen Schritt im Prinzip weniger gehabt. Nun haben wir hier einigen Text, der ein bisschen zu breit ist und der steht natürlich hier drin in der Zelle A5. Und wenn ich nun Text in die Zelle B5 eingebe, ja, überlappen sich die beiden Inhalte und ja, und hier steht auch etwas. Und nun wird natürlich der Text aus der Zelle A5 nicht komplett mehr angezeigt, sondern ja, wird verborgen und stattdessen hat B5 Vorrang. Nun habe ich die Möglichkeit, hier oben die Spaltenbreiten zu verändern. Entweder na, die Maus hier auf die Linie zwischen A und B zu stellen und mit gedrückter Maustaste das breiter zu fahren. Ich kann aber auch einen Doppelklick ausführen, Klick, Klick. Und damit wird die Spalte so breit wie der breiteste Inhalt innerhalb ja, dieser Spalte. So, ich kann das also hier von der Breite ändern oder ich habe die Möglichkeit zu sagen, ja, die Breite soll so stehen bleiben, aber ich habe da oben in Ausrichtung Zeilenumbruch stehen und mit Zeilenumbruch wird der Text, den sehe ich hier noch, ganz normal, der wird halt in gegebener Spaltenbreite umgebrochen. Also man kann Spalten und Zeilen höher machen, man kann sie schmaler machen, breiter machen und man kann den Zeilenumbruch aktivieren. Das ist aber jetzt ein dynamischer Zeilenwechsel, Zeilenumbruch. Ich habe auch die Möglichkeit, wenn ich zum Beispiel eine Adresse schreibe
Und ich möchte jetzt einen Zeilenumbruch innerhalb der Zelle haben. Ich habe die Möglichkeit mit Alt-Enter in Kombination. Erst Alt festhalten, links neben der Leertaste und dann die Eingabe, die Enter-Taste, kann ich einen Zeilenwechsel aktivieren. Kann hier meine Webseite schreiben und jetzt Enter drücken und dann bleibt der Inhalt gleich zweizeilig. Also es ist A-Zeilenumbruch aktiv, aber egal wie breit das ist, es wird nicht automatisch hier einzeilig wieder. Der Zeilenwechsel ist praktisch erzwungen. Ich kann das auch erkennen jetzt in der Bearbeitungsleiste hier oben. Hier sehe ich nämlich in der Bearbeitungsleiste nur den Text der ersten Zeile. Und wenn ich das Ganze mal so ein bisschen nach unten fahre, jetzt geht's. Ja, kann ich hier mehrere Zeilen mir anschauen. Und hier kann ich natürlich auch mit der Taste Entfernen diesen manuellen Zeilenwechsel wieder herausnehmen. So, jetzt ist noch Zeilenumbruch aktiv. Das kann ich auch hier wegnehmen. Im Übrigen sollte man mal die Maus länger auf diese Schaltflächen im Menüband stehen lassen. Dann sieht man nämlich, was diese Schaltflächen hier bewirken. So, die Korrektur von Werten. Also ich habe ja gesehen, wenn ich direkt tippe, ist der Text überschrieben. Wenn ich einen Doppelklick hier ausführe, klick, klick, kann ich die Maus, kann ich den Textcursor hier platzieren und mit der Maus bestimmen, an welcher Stelle ich Text eingebe. Sehr praktisch ist aber auch die Funktionstaste F2 ganz oben auf der Tastatur. Mit F2 stelle ich mich sofort zur Bearbeitung in die Zelle und stehe ganz rechts zur Bearbeitung. Natürlich, es geht auch immer oben der Klick in die Bearbeitungsleiste zur Korrektur. Was hier steht, kann man im Übrigen auch ganz rechts mit dem Pfeil nach unten sich anzeigen lassen. Das kann man aufklappen und auch wieder zuklappen. Im Übrigen, bei der Eingabe von Werten, von Texten, von Zahlen, hier steht Text, sehe ich, dass die meisten Funktionsschaltflächen hier jetzt gerade nicht aktiv sind, weil ich noch bei der Eingabe stehe. Also wenn man jetzt versucht, irgendwas Bestimmtes auszuführen, sehe ich, das wenigste funktioniert hier noch. Ich kann allerdings jetzt sagen, ich möchte das Fettschreiben aktivieren. Na, Fett, ich sehe hier in der Textzelle, sehe ich das Fett fett geschrieben, hier oben in der Bearbeitungsleiste gerade nicht. Ich kann hier eine andere Schriftfarbe einstellen, eine andere Schriftfarbe. Ups, ich bin hier oben, habe hier oben reingeklickt, tippe meinen Text. Ich sehe diesen Text hier rot in der Bearbeitungszeile, ist der unformatiert. Ich drücke mal Escape. Ja, also die Bearbeitung während der Eingabe blockiert mir einige der Schaltflächen. Möchte ich nun ein Sonderzeichen auch einfügen, ein Sonderzeichen, habe ich die Möglichkeit über Einfügen, übers Register Einfügen ganz rechts in der Gruppe Symbole. Ich klicke mal hier drauf, Sonderzeichen einzufügen. Vielleicht möchte ich ja so ein Nummer oder ein Halb oder ein Drittel. Ich klicke mal hier auf ein Drittel und habe jetzt hier das Ein-Drittel-Zeichen in meine Zelle eingetragen. Löschen kann man natürlich mit Markieren und Entfernen drücken. Entfernen rechts oben meist auf der Tastatur und der Inhalt ist weg. Moment mal, der Inhalt. Ich stehe in der Zelle, hier steht Text oder eine Zahl. Ich drücke mal Enter, eine Zahl. Und im Register Start formatiere ich die Zelle mal gelb und fett. Und drückt nun die Entfernen-Taste. Entfernen löscht nur die Inhalte. Die Formatierung bleibt erhalten, sodass die nächste Zahl auch fett dargestellt wird. Das erhält mir natürlich die Tabellenstrukturen, wenn ich mühsam etwas formatiert habe. Will ich auch die Formatierung löschen, habe ich mehrere Möglichkeiten. Eine, im Register Start befindet sich auf der rechten Seite unter Bearbeiten ein Radiergummi. Und bei dem Radiergummi kann ich bestimmen, was soll gelöscht werden. Soll zum Beispiel nur die Formatierung gelöscht werden? Soll nur der Inhalt gelöscht werden? Sollen Kommentare, Verknüpfung, Links gelöscht werden? Oder soll alles raus? Alles raus. Und ja, so kann ich natürlich besser löschen. Es kann nämlich tatsächlich passieren, dass jemand hier vielleicht das Fett und das Kursiv eingeschaltet hat. Ja, das Fett und Kursiv. Und ich habe jetzt hier eine fette und schräg stehende Zahl. Klick hier drauf, entferne diese Zahl, weiß das gar nicht mehr und beginne nun meine Zahlen in Zukunft zu tippen und habe dann hier diese alten, bereits ja gelöscht gedachten Formatierungen noch drin.
Also, wenn man löscht, kann man hier oben das Radiergummi nehmen, alles löschen oder nur die Formatierung löschen und dann sind diese Formate auch entfernt. Ein Tipp, das kann aber auch versehentlich passieren. Ich habe jetzt hier mal ein paar Texte, ein paar Zahlen und davon ist auch ein bisschen was formatiert. Man hat, wenn man einen Bereich markiert, unten rechts so ein kleines Knüppelchen, das Auto-Ausfüllen-Kästchen. Und wenn man da mit der Maus draufklickt und das Ganze nach innen zieht, so wie ein Strumpf auf links ziehen, dann wird der Inhalt des Bereiches gelöscht. Das entspricht also Entfernen. Ich mache das mal rückgängig. Drücke ich dabei die Taste Steuerung, habe ich ein Löschen der Inhalte und der Formatierung. Also das ist nicht Zellen löschen, sondern Format und Inhalt löschen. Mit linker Maustaste hier auf das Autoausfüllenkästchen unten Steuerung festhalten und auf links krempeln und alles ist weg. Bei der Eingabe von Texten und Zahlen muss man also auf einiges achten. Ich werde jetzt nun ein paar Zahlen eingeben. Ich vergrößere mal den Tabellenblattausschnitt, dass man das besser erkennen kann und tippe hier ja, die Zahl 1, die Zahl 2, ja super, die Zahl 3,00. Diese Nullen hinten sind gerade nicht erforderlich, um die Zahl 3 wirklich darzustellen. Von daher werden am Anfang diese überflüssigen Formatierungen bei der Zahlenformatierung Standard nicht angezeigt. Möchte ich also hier mehrere Nachkommastellen haben, klicke ich zum Beispiel hier ein bisschen tiefer in der Gruppe Zahl auf Dezimalstelle hinzufügen. Ein Klick, zwei Klicks und ich habe mehr Nachkommastellen. Oder ich klicke mit rechts auf eine Zelle und habe hier ebenfalls in der Mini-Symbolleiste Dezimalstelle hinzufügen, Klick, Klick und ich habe hier zwei Nachkommastellen. Sehr praktisch, diese Zahl habe ich jetzt vergessen zu formatieren. Ich habe hier auch einen Pinsel. Und dieser Pinsel führt dazu, dass ich die Formatierung hier hole, ich färbe es auch mal gelb, hier hole, ich klicke aufs Pinselchen, habe den Pinsel am Mauszeiger und klicke hier auf diese 2, klick, und das Format wird übertragen. So, hier auch nochmal ein paar Zellen mit Zahlen. So, ich klicke jetzt mal mit rechts wieder auf die Zelle, doppelt auf den Pinsel, klick, klick. Der Pinsel bleibt nämlich nun am Mauszeiger kleben und ich kann so lange klicken, bis ich den nicht mehr haben möchte und drücke jetzt entweder oben, da ist nochmal das Pinselzeichen, auf Format übertragen oder die Taste Escape und der Pinsel ist gelöst. Also, der Pinsel kopiert Formatierung und hier ist ja auch zum Beispiel noch nichts geschehen. Hier befindet sich noch das Standardformat, das kann ich auch nutzen. Ich hole mir das Pinselchen und markiere hier einfach so grob drüber und habe damit die Formatierung wieder repariert. Ja, ich habe es mal entfernt mit der Entferntaste. Wenn ich einen größeren Bereich habe und tätige nun meine Eingaben, ich drücke eine 1, eine 2, eine 4, eine 8, eine 16, ich drücke immer Enter, bleibe ich im markierten Bereich. Ich habe also die Möglichkeit, vor meiner Eingabe zu sagen, ich möchte hier tippen, ich drücke jetzt mal Steuerung, ich möchte hier schreiben und vielleicht noch hier. Und wenn ich Enter drücke, bleibe ich innerhalb der Markierung. Im Übrigen, die Tabulator-Taste trägt natürlich auch ein und bestätigt meine Eingabe. Mit Tab springe ich normalerweise immer eine Zelle nach rechts oder Großschreibtaste Tab eine Zelle nach links. Manchmal geschehen unerwartete Dinge. Ich möchte 5,5 eintippen, drücke aber den Punkt. Der ist aber für die Datumseingabe vorgesehen. Und ja, jetzt habe ich hier den 5. Mai drin stehen. 5. Mai, 5.5.2014. Ja, super. Ich denke mir, ich drücke die Entfernen-Taste und trage jetzt meine 5,5 ein. Allerdings bleibt die Datumsformatierung hier erhalten. 5. Januar 1900, 12 Uhr. Ja, super. Ist die 5,5. Ich klicke mal hier neben, Pinselchen, übertrage das. Also gerade wenn sich hier noch ungünstige Altformate hinter verbergen, wie zum Beispiel ein Datumsformat und ich entferne lediglich, entfernen, ja, läuft der Nächste, der hier eine Eingabe trifft, in die Falle. Von daher sollte man sich dieses Radiergummi hier oben, das Löschen, vielleicht auch mit rechter Maustaste in die Symbolleiste für den Schnellzugriff
legen hier oben, dass dieser Schalter, egal in welchem Register ich bin, immer im Zugriff ist und nicht in Vergessenheit gerät. Auf der Tastatur befinden sich ja auch vier Pfeiltasten. Pfeil rechts, Pfeil links, rauf und runter. Man kann natürlich seine Eingabe treffen und auch die Pfeiltasten nutzen. Ach, jetzt ist ja noch ein Datum drin. Die Pfeiltasten nutzen. Allerdings sollte man aufpassen, wenn man Rechnungen schreibt, wenn man Berechnungen durchführt, die ja mit dem Gleichzeichen beginnen. Und ich denke mir, ja, ich klicke mal mit der Maus hier rauf. Und ich möchte jetzt eine Zeile tiefer weitermachen und ich drücke jetzt die Pfeiltaste nach unten. In dem Moment habe ich die Koordinaten verschoben. Also die Pfeiltasten versuche ich bei der Eingabe zu vermeiden. Klar, bei Texteingaben und so weiter macht das keinen Stress. Bei Rechnungen, bei Formeln kann das zur Zerstörung der Formel führen, gerade eben im letzten Moment noch. So, ich drücke mal hier Enter. Wenn ich Zahlen und Text zusammen eingebe, 10 Kilometer zum Beispiel, und drücke die Eingabetaste, dann sehe ich auch, oh, das ist ein Text, die Zahl ist links stehen geblieben, Text und Zahl zusammen eingegeben werden, außer mit der Ausnahme hier zum Beispiel Euro, ich tippe mal das Euro-Zeichen, werden als Text erkannt. Bei Euro macht er mir allerdings eine Ausnahme. Mal schauen, auch bei Dollar, ich tippe mal ein Dollar. Na, bei Dollar erkennt er hier bei meinem deutschen Excel nicht. Im amerikanischen wäre das natürlich das Zahlenformat. Also hier bitte darauf achten, Einheiten und Zahlen nicht zusammen in eine Zelle einzugeben. Lediglich die Zahl. Das Kilometer kriegen wir da schon rein beim Thema benutzerdefinierte Formatierung. Bei manchen Eingaben wird mir die 0, die sich vorne befindet, entfernt. Ich tippe hier eine Vorwahl. Drücke Enter und dann sagt mir das System, ja, die brauche ich ja nicht, die 0 vorne, um die 201 darzustellen. Oder ich gebe hier eine Postleitzahl ein und drücke Enter und dann wird mir vorne die 0 entfernt. Das hängt davon ab, wie die Zelle formatiert ist im Register Start. Kann ich das Format auf Text umstellen, auf Text, das befindet sich ganz unten. Und wenn ich jetzt hier bei Zahl auf Text umgestellt habe und tippe meine 0 voran, dann bleibt die 0 auch vorne. Alternativ kann ich ein Hochkomma eingeben. Ein Hochkomma, das befindet sich links neben der Eingabetaste. Tippe meine Zahl. Die wird als Text interpretiert. Also Hochkomma getippt, eine Zahl getippt und die wird als Text interpretiert. Ich habe dann diese kleinen Ecken hier oben, die geben mir den Hinweis, dass es sich ja hier ja eigentlich um eine Zahl handelt, ob die nicht als Zahl interpretiert werden soll oder ob ich diesen Fehler ignorieren möchte, dann verschwinden hier auch diese Ecken. Ist natürlich hier ein Text für mich, deshalb möchte ich diesen Fehler ignorieren. Ansonsten wandelt der mir das Ganze in eine Zahl um und die Zahl ja, verliert dann auch ihr Hochkomma. Ich sehe dieses Hochkomma hier in der Bearbeitungsleiste. Es wird allerdings hier bei der Anzeige in der Zelle nicht angezeigt. Ein Tipp, der diese Reihe noch sehr häufig begleiten wird, wenn ich eine Zahlenreihe eingeben möchte und ich habe jetzt hier schon mal die 1 getippt und brauche noch 2, 3, 4 und so weiter, ich kann auf das Auto-Ausfüllen-Kästchen mich stellen, mit gedrückter Maustaste den Bereich nach unten schieben. Man sieht, erst wenn ich die Hälfte der Zelle überschreite, wird die Zelle fortgesetzt. Und momentan steht hier überall eine 1, aber ich habe hier diese Auto-Ausfüllen-Optionen. Klicke hier rauf und kann sagen, nee, nicht immer das, was oben steht, kopieren, sondern Datenreihe ausfüllen. Und dann steht da auch 1, 2, 3, 4, 5, ne, 6. Oder gleich beim Runterziehen die Steuerungstaste festhalten. Dann macht er das nämlich automatisch. Also Steuerung sorgt dafür, dass die andere Variante genommen wird. Ich kann auch hier 10 und 20 schreiben, beides markieren. Da ist ja ein Abstand von 10. Wenn ich das jetzt nach unten ausfülle, wird mir automatisch hier der 10er Abstand beibehalten. Wenn ich mir das mal anschaue, ich kann aber auch sagen, nee, nee, nicht weiter immer um 10 ausfüllen, sondern immer kopieren. Und dann habe ich da die Reihenfolge 10, 20, 10, 20. Es gibt auch noch praktisch für andere Eingaben, zum Beispiel ist das Montag und ich möchte hier Dienstag, Mittwoch, Donnerstag stehen haben, gibt es die Möglichkeit beim Auto ausfüllen hier Monatsnamen
auch abgekürzt und Wochentagsnamen, auch hier Modi, Mi, nach unten auszufüllen. Und auch hier bei den Auto-Ausfüllen-Optionen habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich möchte da immer den Montag stehen haben oder sogar, ja bitte mal ohne Wochenenden, nur montags bis freitags und dann wird die Reihe wieder bei, ja, Montag fortgesetzt. Zu Auto-Ausfüllen wird es noch ein ausführliches Video geben. Ein Tipp noch, wenn ich hier etwas schreibe, zum Beispiel eine kleine Rechnung, ich nehme den Wert, der hier vorne steht und rechne den plus 1. Und ich möchte diese Rechnung hier auch ausführen und auch hier ausführen. Dann kann ich die natürlich, diese Rechnung mit Auto ausfüllen, nach unten kopieren, weil hier steht immer, geh zwei Zellen nach links und rechne einen drauf. Und auch hier steht, geh zwei nach links und rechne einen drauf. Ich lösche das mal, drücke Entfernen. Wenn ich einen Doppelklick aufs Auto-Ausfüllen-Kästchen setze, klick, klick, wird die Rechnung so weit nach unten ausgefüllt, wie hier neben noch Werte sind. Also ein sehr praktischer Klick, allerdings kontrolliere ich immer, ich drücke mal Steuerung, Pfeil runter, ob ich auch tatsächlich unten angekommen bin. Nicht, dass hier noch irgendwie Werte stehen und die Rechnung ist nur bis hier ausgefüllt worden. Also das kontrolliere ich schon. Na, probieren wir mal. Nimm den Wert, der hier neben steht, und rechne plus 1. Ich klicke den mit doppelt hier, klick, klick, nach unten durch und der bleibt tatsächlich hier stehen. Und dann hätte ich diese Werte vielleicht nicht mehr berücksichtigt. Also dann ziehe ich ja doch hier mit der Maus das Ganze noch runter. Soweit erstmal zur Eingabekorrektur und zum Autoausfüllen. Auf der linken Seite geht es weiter zu einem Übungsvideo. Oder auf der rechten Seite mit der grünen Kachel weiter zu den einfachen Berechnungen und der Erstellung von einfachen Formeln.